Mut mach Geschichten. Viertens, wird schon wieder gut. Die Geschichte heißt Das Seepferdchen. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute will Matthias im Schwimmbad sein Seepferdchenabzeichen machen. Zusammen mit seinem Freund Jan. Matthias, Jan und die anderen Kinder im Schwimmkurs haben alle bei Peter das Schwimmen und Tauchen gelernt. Um das Seepferdchenabzeichen zu bekommen, muss man einmal vom Beckenrand ins tiefe Wasser springen und dann nach einem Tauchring tauchen, den Peter ins Wasser wirft. Und zum Schluss muss man es schaffen, einmal quer durch das ganze Schwimmbecken zu schwimmen, ohne zwischendurch eine Pause zu machen. Ins tiefe Wasser springen ist prima, sagt Jan. Nach Tauchringen tauchen ist auch prima, sagt Matthias. Und stellt sich schon mal vor, wie es sein wird, wenn Peter ihm nachher das Seepferdchenabzeichen gibt, das Mama dann heute Abend an seine blaue Badehose nähen will. Gleich darauf ruft Peter alle Kinder zum tiefen Schwimmbecken. Das ins tiefe Wasser springen geht fast von selbst. Ein Kind nach dem anderen hüpft vergnügt ins kalte Wasser. Sehr gut, ruft Peter zufrieden und greift nach dem Tauchring. Ich will lieber nicht tauchen, sagt plötzlich ein sommersprossiger Junge, der Bert heißt. Ich habe schon Wasser in den Ohren. Bert klettert aus dem Becken. Ich will auch nicht tauchen, sagt Pia. Matthias und Jan schauen sich an. Die Armen kriegen natürlich kein Seepferdchenabzeichen, flüstert Matthias. Aber dann hat er keine Zeit mehr, an Bert und Pia zu denken. Denn jetzt ist er dran mit Tauchen. Es klappt prima und Peter sagt wieder, sehr gut. Zum Schlusswort geschwommen. Matthias und Jan dürfen zusammenschwimmen. Los geht's, ruft Peter. Matthias schwimmt los. Und zuerst macht es richtig Spaß. Matthias schwimmt und schwimmt und blinzelt schon mal probeweise zum Beckenrand hinüber. Komisch, wie weit weg das immer noch ist. Matthias merkt, wie seine Arme müde werden. Mühsam schwimmt er weiter. Aber dann kann er plötzlich nicht mehr. Schnell paddelt er an die Schwimmbadtreppe und hält sich daran fest. Nanu, Matthias, was ist los? Ruft Peter. Matthias sieht, dass Jan es geschafft hat und zufrieden aus dem Wasser klettert. Stumm und traurig steht Matthias da. Gleich darauf ist alles vorbei und bis auf Bert, Pia und Matthias haben es alle Kinder geschafft. Peter überreicht ihnen ihre Urkunde und ihre Seepferdchenabzeichen. Matthias und Jan schauen sich an. Und plötzlich legt Jan seinen Arm um Matthias Schulter. Sei nicht traurig, sagt er leise. Soll ich Peter fragen, ob du es morgen nochmal versuchen darfst? Ich weiß nicht, murmelt Matthias und muss aufpassen, nicht plötzlich loszuweinen. Aber es ist schön, dass Jan da ist und ihn tröstet. In dem Moment kommt Peter zu Matthias und Jan. Und er sagt ganz von selbst, dass Matthias es morgen noch einmal versuchen kann, zusammen mit Pia und Bert. Matthias nickt und dann saust er zusammen mit Jan zurück ins Wasser, um schon mal für morgen zu trainieren.